Wow, ich hab keine Angel. Ich hab echt keine Angel, oder? Hallöchen, Freunde, willkommen zu einer Runde Jubbly! So, ich denke, es wird den einen oder anderen auffallen, meine Stimme wird sich ein wenig anders. Anders liegt daran, das ist doch recht früh am Morgen, ist doch nicht so lange her, dass ich auf... Wow, der Fail war absolut gut, dass ich aufgestanden bin. Aber ansonsten, das Erste, was wahrscheinlich auffallen wird, ist das andere Resource-Pack, was ich benutze. Und zwar habe ich einfach mir mal gedacht, komm, du benutzt eigentlich seit ungefähr 2 Jahren oder so, benutzt du dauerhaft nur Swags. Du kannst ja mal ein bisschen von dem Pack wegkommen. Und ja, da habe ich mich einfach nach einem Pack umgeschaut und habe das hier gefunden. Das heißt Mad Pixels. Der Download liegt dazu auf jeden Fall in der Beschreibung, falls ihr es mal anschauen wollt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Pack auf jeden Fall findet. Es ist halt ein 16x16er Resource Pack. Ich finde es ziemlich schön und ja, deswegen habe ich es halt auch drin, weil ich bin sehr, sehr, sehr wählerisch in Resource Packs und ich finde das Pack einfach richtig süß und schön und so. Aber nun gut. Kommen wir auf jeden Fall erstmal auf das Thema, was auch im Titel steht. Und zwar meine Faker. Oder ich habe Faker oder irgendwie sowas mit Fakern steht im Titel. Keine Ahnung, wie ich das Video nenne. Aber jedenfalls wollte ich heute mal über meine Social Media Plattform reden, weil ich habe letztens hat mir jemand auf Instagram gezeigt, dass ich einen Faker hatte. Der hat mir auf Instagram halt, hat er sich Spiritendo YouTube genannt oder so. Also ihr könnt nach dem suchen. Der hat sich mittlerweile umbenannt, nachdem ich den angeschrieben habe, aber der hieß irgendwie Spiritendo YouTube oder so und hat sich unter seinen Bildern auch als ich ausgegeben. Also der hat nicht nur Bilder von mir gepostet so und hat gemeint, das ist er, sondern nein. Also so Screenshots vom Kanal und so, weil nicht damit mit Bilder von mir, so nicht direkte Bilder von mir, sondern ja, er hat halt irgendwelche Bilder gepostet und hat halt gemeint, er wäre ich. Und dann hat jemand weil ich habe das gesehen, habe das auf Twitter gepostet, daraufhin ist jemand auf Instagram gegangen, hat bei ihm kommentiert von wegen, ey, was soll das, warum fakest du den und so. Hä, ich fake den doch gar nicht, ich bin der Echte. Jetzt sind wir aber noch der Echte. Ja, und dann habe ich den halt mal angeschrieben und auf einmal meinte er so, ja, nee, tut mir leid, hier, dies, das, jenes. Also ich habe ihn erst angeschrieben, von wegen, ja, hier, benenn dich um und so, sonst hast du bald ein Problem. Denn das, was der gemacht hat, ist Identitätsdiebstahl, was in Deutschland tatsächlich strafbar ist. Und da habe ich ihn halt gesagt, jo, sonst hast du damit ein Problem, mit Rechtsproblemen kriegst du dann eventuell. Und andererseits habe ich dann gesagt, jo, wenn ich halt ein Video machen, wo ich deinen Account benenne und verlinke, dann wird der sowieso gemeldet und dann wird der gelöscht. Also hast du eigentlich keine andere Wahl, als dich irgendwie umzubenennen, deinen Account zu löschen oder sonst irgendwas. Da hat der Liebe sich tatsächlich auch umbenannt, was ich echt gut finde, aber naja, ist auch nicht viel geiler. Danach wollte er noch unbedingt irgendwas von mir und das fand ich dann auch lustig, von wegen, sie erst ein faken, erst versuchen einen zu faken, ne, und dann auf einmal noch was von einem wollen. Also kommt nicht so gut, würde ich sagen, aber gut, ihr seht schon von Anfang des Videos oben links in der Ecke, da habe ich einfach mal alle meine Social Media Accounts verlinkt, heißt, wir haben da Twitter, Instagram, Snapchat und auch Skype, da habe ich das alles mal eingeblendet, heißt, ich habe da die Icons, dazu halt die Namen und ihr seht schon, dass alle Social Media Namen ungefähr der gleiche, und zwar Alex Himpf, so wie ich auf Twitter halt heiße und auch auf Instagram und auf Snapchat heiße ich so. Der einzige Unterschied ist auf Skype. Ihr könnt mich dort gerne adden und so, aber ich werde euch jetzt schon mal sagen, ich bin da so gut wie niemals online, also wirklich so gut wie nie. Und wenn ich da mal online gehe, ist das wahrscheinlich nur, um Anfragen anzunehmen und dann vielleicht mit den einen oder anderen mal ganz kurz zu schreiben und dann gehe ich auch wieder auf, weil ich war da einmal zwischendurch in letzter Zeit wieder online und das waren so viele Leute, die mich direkt angeschrieben haben. Das war echt nicht mehr, es ging halt nicht mehr, also, das heißt, es war nicht mehr feierlich oder es ging nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht bearbeiten, es waren zu viele, es ging nicht, deswegen, das war für mich einfach nicht möglich. Es waren viel zu viele Leute, das ist das Problem. Also ich würde sehr, sehr gerne mit euch schreiben, aber es ist einfach viel zu viel. Wenn ihr halt irgendwie mit mir reden wollt oder so mal zwischendurch, dann kann ich euch das eigene Teamspeak-Video verlinken, das verlinke ich euch auch mal oben rechts, also direkt über den Social-Media-Dingern. Ja, ich habe vorhin nichts gesagt, aber ich war da eigentlich rechts, habe ich glaube ich auch eingeblendet, so von wegen, dass ich rechts weiter, naja. Ja, da könnt ihr draufklicken, da habe ich halt über ein kleines Teamspeak geredet, was ich habe, ein eigenes Community-Teamspeak. Da könnt ihr, wenn ihr mal mit mir reden möchtet, draufkommen. Aber bitte, wir haben auch Support-Channel und sowas, da könnt ihr fragen. Aber bitte nervt den Supporter nicht, von wegen, wo ich denn bin. Ich bin meistens da, jedenfalls am Wochenende, sonst immer nur abends. Aber ich bin da nicht immer aufzufinden. Weil auch ich möchte mit Freunden reden, auch ich möchte meine private Freizeit verbringen. Aber ich bin ab und zu auf jeden Fall unten in den öffentlichen Channels. Und wenn ihr mich da seht, könnt ihr da natürlich gerne reinkommen. Braucht euch nicht zu scheuen, dass ich da irgendwie euch auffresse oder so. Aber nun gut, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist halt einfach so die Social Media. Von wegen, dass ihr mal jetzt alle meine Namen seht, von jeder möglichen Social-Media-Plattform, dass ihr wisst, wie ich dort überall heiße und nicht irgendwie zum Beispiel drauf reinfällt, falls jemand auf Skype ist, meinen Namen hat. Ich glaube, es gibt auch einen Skype-Account, der Spiritendo heißt. Ich bin das definitiv nicht. Mein privater Skype-Account heißt ganz, ganz anders. Also den kann man ohne weiteres nicht so leicht rausfinden. Also falls ihr irgendwie einen anderen Spiritendo findet und den edit und der euch irgendwie zum Beispiel nach Geld fragt oder irgendwas in der Richtung, fallt bitte nicht drauf rein, das bin nicht ich. Was ich noch sagen kann, es gibt einen Twitter-Account, der Spiritendo heißt. Den kann ich euch sagen, das bin ich, der gehört mir. Den Namen hat
habe ich an sich nur gesaved, dass den kein anderer klauen kann. Es gibt zum Beispiel auf Instagram jetzt einen, der Spiritendo heißt. Keine Ahnung, wer es ist. Der Account ist auch privat. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt ein Deutscher ist, ne? Ist halt einfach nur, den Account gibt es und der ist privat. Deswegen kann ich zu dem nichts sagen. Und ich will dem eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht folgen. Aber naja, da auf diesem Spiritendo-Account, der ist halt nur da, damit der Name gesichert ist. Und ich schaffe dieses hässliche Kürbismodul gerade nicht. Was ist denn das? Alter, dieser Sprung, ey, war ein Vierersprung über die Ecke, ne? Ist der ekligste Sprung in Minecraft, ey. Ey, das Modul ist doch, ey, ohne Witz, Leute. Max hat sich, also Akrodurgel hat sich schon in seinen Videos mit diesen neuen Modulen aufgeregt und hat gesagt, dass sie absolut kacke sind. Und ich kann dir da echt nur zustimmen. Diese Module ruinieren echt diesen Modus. Ganz ehrlich, das ist halt so ein Modus gewesen immer, dass die Leute alles schaffen können. Also auf jeden Fall bis zum Ende muss halt nicht der übertriebene Pro gewesen sein dafür. Aber es hat sich ja komplett geändert. Klar, es gibt Leute, so Top-Ten-Spieler, die halt einfach mega krass sind. Oh, ich hab's geschafft, oh mein Gott. Die durchrennen können und so, aber wisst ihr, Leute, was sollen den Leute machen, die einfach nicht so krass in diesem Modus sind. Ey, die schaffen das doch gar nicht. Wow, ich habe keine Angel. Ich habe echt keine Angel, oder? Okay, dann müssen wir vorsichtig sein und ein wenig mal ohne Angel spielen. Oder schauen, dass wir jemanden töten und der eventuell eine Angel für uns hat. Das wäre echt gut, weil wir haben weder Sticks noch Crafting Table. Aber gut. Okay. Der ist gar nicht mehr so schlecht ausgerüstet, aber wir können leider nichts machen ohne Angel. Also schon, aber müssen halt ein wenig umdenken. Der versucht nämlich zu turnen hier. Ja, der versucht mich rein mit Turn zu kriegen. Ich habe eine Ahnung, was er mal vorhat. Okay, er wollte mich vielleicht mit Fallschaden down kriegen, aber da bin ich nicht drauf eingefallen. Sehr gut. Ich habe einfach 48 Fails durch das Ende. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fails ich am Ende gemacht habe. Boah, ey, so vergleichsweise von wegen, wo ich beim Modul angekommen bin, wo ich dann da am Ende war. Also, es muss echt heftig gewesen sein, wie oft ich da runtergefallen bin. Ich habe ja davon mega, mega viel rausgecuttert. Gut, okay, wir kommen auf jeden Fall ganz gut zurecht ohne eine Angel. Der Badass hier hat eine Angel und ist auch mega krass ausgerüstet. Hat uns jetzt auch viel bessere Hits gegeben als ich ihm. Aber da gehen wir in die Combo. Jetzt kommt andere von... Oh, alles klar, staubt ihn halt ab. Das ist so lächerlich. Jetzt geht zu zweit auf mich. Ey, das ist doch so schlecht. Das ist einfach so schlecht, ne? Das ist... Na komm, einen haben wir. Sehr schön. Oh, jetzt versucht er natürlich, mich abzustauben. Der Typ ist so schlecht, ne? Das hat so verdient, den Tod. Oh, ich habe eine Angel bekommen. Oder hatte ich schon die ganze Zeit die Angel, Alter? Oh Gott, fuck. Ich habe eine Angel. Ich habe die ganze Zeit, glaube ich, eine Angel gehabt. Aber ich habe die einfach nicht gesehen. Fuck my life. Den kriegen wir aber diesmal. Diesmal kriegen wir den mal, bitte. Bitte, bitte, nein, nein, nein. Oh, fuck. Ey, Leute, heute ist echt jemand Tag. Ich könnte vielleicht daran liegen, dass ich einfach erst noch nicht wirklich wach bin hier. Den stauben wir diesmal ab. Diesmal stauben wir ihn ab, weil ganz ehrlich, wenn er mich abstaubt, dann staub ich auch gerne ihn mal ab hier. So, er ist tot. Sehr, sehr schön. Gut, okay, wir haben ein bisschen einen Helm. Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, dass sie gleich gut ist. Der Kettenhelm oder Goldhelm, das glaube ich euch nicht. Sorry, aber nur weil der mehr Rüstungspunkte gibt, ist der für mich nicht gleich gut. Da haben wir in die Kombo gegeben, sehr schön. Sehr schön. Haben wir richtig gut rausgekommen. Okay, ein Leben haben wir beide noch. Puh, Feuerzeug haben wir auch noch. Also falls er uns irgendwie runterkriegt, dann tryharden wir auf jeden Fall ein bisschen. Weg vom TNT. Okay, wir sind zwar im Feuer selber drin, aber er ist auch im Feuer drin. Ne? Also wenn wir ihn auf jeden Fall... Kombo. Ja, sehr schön. Okay, das Commentary im Finale war jetzt nicht das Beste. Aber ich wollte letztendlich nur auf die Faker von mir eingehen. Und das haben wir soweit auch geschafft. Ich bin froh. Und Leute, ihr könnt das Texture-Pack noch ein bisschen mehr so in der Umgebung sehen. Wie findet ihr das? Schreibt mal unbedingt mal in die Kommentare wirklich, wie ihr das findet. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich glaube, ich werde das zukünftig in den nächsten Videos auf jeden Fall weiterverwenden. Ja, wenn es euch auch so gut gefällt, dauert euch jetzt in der Beschreibung. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie ich auf die ganzen Social-Media-Plattform heiße. Oben rechts ist immer noch eingeblendet. Und ich würde sagen, wenn es euch gefällt, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bei der Haut rein und tschüss!